Hallo zusammen und willkommen zurück in der Zwergenbucht. Es ist Zeit für ein neues Update-Video. Das letzte ist ja schon fast 2 Wochen her und es hat sich einiges getan. Also ihr könnt hier sehen, das Nordtor und die Stallung dahinter, inzwischen mit Zwiebelfeldern und hier links die eigentlichen Felder. Richtig schön groß sind die geworden. Und die sind auch fast alle schon bestellt. Das ist eine heidenarbeit, Arbeit, die alle zu machen. Aber so haben wir unsere Grundversorgung schon einigermaßen gesichert. Wir haben jetzt die Straße hier bis zu der Hauptstraße. Die Hauptstraße geht inzwischen direkt zu der anderen Hauptstraße, die von Safety Harbor nach Glittershore führt. Und wir werden noch weiter daran ausbauen, dass wir richtig schön verbunden sind mit der ganzen Umgebung und auch ein zentraler Anlaufpunkt werden. Das war ja auch mit einer der Gründe, warum wir hier alles kahlgeschlagen haben, damit man uns halt leichter sehen kann. Obwohl der ganze Server uns jetzt eigentlich langsam kennen müsste, so aktiv wie wir sind. Aber ja. Das hatte ich ja eben schon in dem Anstandsvideo erwähnt. Wir haben jetzt ein paar Priester. Und um deren Skills zu trainieren, zaubern sie ja diese Lichtkügelchen hier. Und dann dachten sie, es wäre lustig, das alles an einem Fleck zu machen und diese Supernova hier zu erschaffen. Ja, Geschmackssache. Gut, was haben wir hier oben Neues? Ich glaube, der Altar ist für euch neu. Der hat Valo die auf seinem Grundstück gebaut, damit man hier schneller Predigten halten kann. Das Lagerhaus ist soweit fertig. Wir haben jetzt diese Improvement-Kisten aufgestellt, damit man Sachen, die verbessert werden sollen, einfach hier reinschmeißt und später da wieder rausholt. Die Taverne ist fertig. Das war auch ein ganz schöner Akt. Der Biergarten ist nicht ganz so geworden, wie er sollte. Und die Tische und Stühle fehlen und so weiter noch. Aber trotzdem schon mal sehr schön. Vor allem dieser große freie Raum da drin hat auf jeden Fall was. Ich gucke mal ganz kurz vors Osttor, obwohl da nicht so viel sein dürfte. Das Langhaus kennt man ja schon. Denn hier ein paar private Felder, am Ufer entlang wurden Willows gepflanzt, also Weiden, und hier hinten neuer Zedernwald von uns. Der wird noch weiter nach da ausgebreitet. Und da hinten hat Euro, also Darien, oder Darian, ein Naturschutzgebiet eingerichtet. Also eine Fläche, wo denn nicht gebaut wird und einfach so mit Natursachen rumprobiert werden kann. Also Gras schneiden, Pflanzen anbauen und so weiter, die nicht zur Hauptfarm gehören. Das gibt ja recht viele, die haben das Bedürfnis, selber Pflanzen anzubauen, aber eine Hauptfarm ist es ein bisschen zu heikel, deswegen ist da eine gute Fläche für sowas zum Beispiel. Hier oben an Häusern, Kyrie hat ihr Untergeschoss aus Stein gemacht. Ich weiß nicht, wie sehr ihr Miles Haus schon gesehen habt, der war auch recht fleißig. Er hat ja inzwischen auch schon seinen Goldschmiedetitel. Dementsprechend ist sein Haus jetzt die Goldschmiede geworden und die Unterstadt. Ja, da ist doch einiges passiert. Also einmal die Hafenstadt. Die sind wir gerade am Ausbuddeln. Die Flächen, die ihr da seht, werden Privathäuser sein. Also alles sehr verwinkelt sein. Auch die Straßen selber sind da nicht gerade, sondern nur zum Teil aus Cobblestone, Rest mit Dirt oder Gravel. Aber es soll ja auch eine Hafenspelunke geben und ein runtergekommenes Lagerhaus. Denn hier vorne kommt eine große Werft hin, wo dann auch Schiffe gebaut werden können. Und die ganzen Häuser hier, also ein Teil davon ist für euch wahrscheinlich neu. Fast die ganze Unterstadt ist jetzt bebaut. Deswegen kümmern wir uns auch gerade so sehr um die Hafenstadt und den oberen Teil der Unterstadt. Dass wir dann, ich hier mal kurz durchwusel, hier hoch. Also der obere Teil der Unterstadt wäre dann die alte Farm, die alte Tierfarm. Das hier wird alles noch gelevelt, also auf dieselbe Etage gebracht wahrscheinlich wie das hier oder das da. Wahrscheinlich eher das da. Und wir können hier auch noch überall Häuser hin, damit wir noch mehr Wohnfläche haben. Und was zur Hölle, man sieht die Nova von hier. Ja, die Priester haben echt übertrieben. Ja, also die Fläche hier wurde auch neu gemacht. Die Grundstücke sind fast alle schon vergeben. In der Mitte sollte entweder ein Tempel hin oder ein kleiner Park. Und das 3x3-Haus hier hatten wir verlost. Also ich habe dann jedem gesagt, schreibt mich mal an mit dem Namen von demjenigen, den ihr meint, der am meisten getan hat in den letzten Wochen. Und da kam dann Asayaljo bei raus, also der Unaussprechliche. Er hatte nur noch nicht wirklich Zeit, das Haus zu bauen. Aber ja, wird er bestimmt irgendwann noch zu kommen. Jetzt hat er ja seinen Priestertitel Intus, ist auf Lysia Minern gewesen. Vielleicht kommt er dann irgendwann zur Ruhe und baut sein Haus. Hier ist der Altar der Unterstadt. Hier haben wir sehr viele Messen in letzter Zeit abgehalten, denn da wir so eine recht große Community haben, wie man auch jetzt gerade sieht, obwohl es noch relativ früh ist, sind alle Priester in der Umgebung hierher gepilgert, um halt Messen zu halten. Denn wenn sie Messen halten, kriegen sie schneller ihr Mana zurück. Und es gibt halt keine größere Community als uns. Also wollen alle bei uns Messen halten, was super für uns Au-pair ist. Aber man lernt auch sehr interessante Leute kennen, die haben dann auch Tipps für einen, weil es halt erfahrene Spieler sind. Das ist echt eine Win-Win-Situation. So,
Ich laufe mal kurz weiter nach Westen. Hier ist die eine Zedernfarm, dahinter kommen hier die Fruchtbaumfarm. Und dann geht's runter zur Mine. Ich hatte ja schon mal in einem Update-Video die Mine gezeigt, in einem Zeitraffer. Jetzt geht das mit Zeitraffer nicht mehr. Also selbst mit Zeitraffer würde es viel zu lange dauern. Das heißt, ich gehe einmal ganz kurz runter, zeige euch die Hauptsachen. Wahrscheinlich auch mit kleinen Cuts dazwischen. Und einen Großteil werde ich einfach auslassen, weil es viel zu viel ist. Ich kann ja mal ganz kurz hier die Karte einblenden, damit ihr so einen ungefähren Überblick davon bekommt, wie groß das Ganze inzwischen ist. Aber ja, hier der Eingangsbereich, inzwischen ein wenig besser beleuchtet, aber auch nicht sehr viel. Das ist so ein Hauptschacht gewesen und davon gehen ganz viele kleine Schächte ab. Hier ist unsere alte Schmiede. Was haben wir hier? Exportlager 1, der Billetor-Schacht, Johnny-Schacht. Alle Erzadern sind halt auch mit Schildern markiert, wie viel Qualität sie haben. Man weiß, wo man abbauen kann und wo nicht. Und hier ist die Deep Forge. Die ist auch richtig schick geworden. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal gezeigt hatte. Ich glaube aber nicht. Also ja, hier werden die ganzen Erze eingelagert, eingeschmolzen und sind das endgültige Produkt auch hier wieder eingelagert. Und es gibt auch einen kleinen Schrein. Das war das eine. Und ich husch mal weiter zur Steinmetzerei. Die wurde inzwischen auch gemacht. Da muss man einfach denselben Schacht hier vom Eingang aus, also wir kamen ja von da, geradeaus weiterverfolgen. Dann müsste man da hinten irgendwo in der Entfernung schon ein Schild sehen können. Was haben wir hier? Linarion-Schacht. Also die ganzen Schächte hier links gehen alle bis zur Kinnerei. Das ist das Dorf im Süden. Da können wir halt nicht weiter buddeln. Aber wir haben auch Schächte, die da jetzt schon vorbeiführen in Richtung Süden. Wir haben uns jetzt schon so weit ausgebreitet, das ist nicht mehr feierlich. Also nach Süden haben wir jetzt schon Zugang zu einer Kupferader bekommen und zu, was war das noch? Ich glaube Blei und Schiefer. Das ist schon mal super. Aber wir sind auch durch mehrere alte Minen reingebrochen, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber die sind alle unbewohnt. Im Norden allerdings sind wir bei Echo aus Versehen reingebrochen. Und da sind definitiv noch Leute. Da besprechen wir uns gerade, wie man das am besten machen könnte. So, hier ist der Sarumatz-Schacht, da will ich nicht. Da hinten, Coldstone Masonry. Das ist die Steinmetzerei. Bisschen weit hinten gelagert, aber so häufig braucht man das ja auch nicht. Und mit dem Ochsenkarren ist man trotzdem noch relativ schnell hier. Ich würde echt gerne irgendwo was trinken. Ah ja, hier geht's. Sehr schön. Gluck, 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 gluck. Weil mit Stamina ist immer so eine Sache. Komm schon, spring hoch. Sehr schön. Aber ja. Und da hinten hat sich schon wieder einer ausgetobten Priester. Viel zu hell das Licht. Aber ja, Steinmetzerei. Sehr viel ist ja noch leer. Was ich euch aber eigentlich zeigen wollte, ist ein Typ mit dem Kugel. Nein, das ist Gemei. Unsere Vorarbeiterin hier quasi. Ist hier hinten der Tempel. Der ist richtig schön gelungen. Also einmal natürlich der Makranon-Schrein. Denn hier neben noch jede Menge Statuen. Und ich glaube, hier haben sie auch die Spieler verewigt. Also da haben wir Farwult, da haben wir Gemei, Asayaljur, der Rest fehlt noch. Und was macht der Hund hier? Das sind wahrscheinlich den Opfertruhen. Kerzen. Oh, stimmt, die Kerzen sind aus. Können wir euch anmachen? Flusch. Flusch. Ja, sehr schön. Also ja, das war die Steinmetzerei. Unterstadt habe ich euch gezeigt, Oberstadt habe ich euch gezeigt und sonst gibt es nicht mehr allzu viel. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns bald wieder.